Hallo zusammen, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Onkel Klo. Mal nicht im Wurzeln-Universum, sondern in einem anderen Gebiet hier sozusagen. Und zwar bei Zompiercer. Der Zombie-Zug-Simulation von wahrscheinlich einem russischen Programmierer. Ich weiß es nicht, ist vielleicht eine Unterstellung, muss nicht stimmen. Wir haben es abends in unserer zweiten Session hier. Jetzt können wir mal die Taschenlampe ausprobieren mit L. Hier war ich schon drin. Ich wollte gucken, ob das, wenn ich lade, ob das dann alles wieder gerespawnt ist. Und die Katze schreit im Hintergrund, falls ihr das hört. Nicht wundern. Dem geht's zu wohl. So. Wir gucken mal, was wir Schönes produzieren können. Ein Bettchen haben wir ja schon da hinten. Ja, die Wände, da kann man ja sich sehr schick machen. Die Pflanzboxen, das ist eigentlich eine wichtige Geschichte. Da ist man unabhängig von dem Fressen, was man findet. Und ich glaube, was ist jetzt los hier? Hören Sie mal. Ach, da hinten. Irgendwo höre ich doch jemanden schlagen. Irgendwo in einem Haus. Naja, egal. Wir lassen uns nicht beirren. Die Pflanztöpfe da. Habe ich Kartoffeln? Kartoffel habe ich zweimal. Die werde ich auch nehmen. Und für die Pflanztöpfchen brauchen wir Plaste, Eisen und Holz. Also. Und das finde ich doch ziemlich gut, dass sie das reingebracht haben. Aha. Aha. Na gut. Die Investition lohnt sich. Dauer. Kartoffelchen raus. Und ich warte mal, bis der Kraft vorbei ist. Und der letzte Stand, den ich weiß, machen wir hier auch mal Licht an, war ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ah ja, der letzte Stand war, dass man nur Kartoffeln und Wasser braucht, um sich was Leckeres zu essen zu kochen. Dauer ist es vielleicht ein bisschen müde. So. Das ist zwar asynchron. Na gut, wir heben es nochmal auf. Das Auge ist schließlich auch mit. So. So, ein Krach. Okay, irgendwie spinnt's noch ein bisschen rum. Wir nehmen die Kartoffel und Pflanzen. Und ich glaube, da kriegt man 6 oder so oder 4 raus. Das ist sehr lohnenswert. Hier kommt das wieder rein, das kommt wieder rein. Und den blöden Dolch, den benutze ich sowieso nicht. Zack. Hämmerchen. Kann man eigentlich auch mit hier reintun. Sehr gut. Das war's dann auch schon wieder, oder? Hier vorne hatte ich nur noch das Geld drin. Ah ja, und diesen überhaupt von der Deutschlehrerin nicht überprüften Zettel. So, wir haben es 20 Uhr. Das ist eigentlich eine gute Sache. Können wir uns ins Bett legen. Ich hatte am Anfang den Verdacht, dass, wenn es Licht brennt, Benzin verbraucht wird, aber dem war nicht so. Klappe zu. Hier hinten gibt es nur dort Lichtschalter. Wir machen das Licht aus. Und wir legen uns ins Bettchen. Und jetzt haben wir es um 8. Also wir stehen... so halb 5. Nee, wir schlafen. Erstmal 9 Stunden. Und dann müssen wir wahrscheinlich wieder was fressen. Erstmal. Und trinken. Essen und trinken. Und da können wir unten am Wasser Gammel was holen. Und wir brauchen die Zutaten. Die nächste Aktion, die wir uns machen, ist ein Kochtopf. So, erstmal noch schnell Böhnchen, musikalische Tönchen. So, okay, Bohnen, ein bisschen Schoko oder was auch immer das ist, ja. Was steht da? So, immer rein damit, noch was Leckeres trinken. Habe ich lecker gesagt? War ja gar nicht lecker.
So, die Plasten nehmen wir mit, da können wir Wasser holen gehen. So, jetzt haben wir's. Um 6 müsste gleich die Sonne aufgehen. Nach Adam Riesling. So, und der erste Weg wird sein, wir gehen zur Pistole. Das ist alles noch artig leer. Oh schön, Taschenlampe gab es vorher noch nicht, da war es echt duster. Und es wird schon hell. Moin moin! Das ist schon wieder so laut. Das geht mir auf den Sack. Effekte. So. Viel besser. Da könnt ihr mein Gequatsche besser hören. Hier findet man dann noch Motoren und irgendwelche mechanischen Teile. So, hier. Moin, Chef. Ist dieselbe Taktik wie bei 7 Days. Rückwärtsgang. Und immer schön aufs Köpfchen. Das erfordert ein bisschen Übung. So, jetzt kann ich euch das mal zeigen, wie das mit dem Wasser geht. Zack, Blasse oben hin. Und linker Mausbutton, nimm Wasser. Ich nehme Wasser. Das ist dann das Gammelwasser. Und jetzt holen wir uns erstmal die Puppleiste. Erstmal noch den Typen wegmachen. Das Ding ist, wenn man hier irgendwie solche Knotenpunkte abarbeitet, habe ich die Erfahrung gemacht, löst das immer irgendein Event aus, dass es gefährlich wird. Ich werde gleich sehen hier zum Beispiel oder später beim Tanken, da kommt dann richtig was auf einen zu. Aber es ist sehr nett gemacht, gut gemacht. Hier sind brennende Fässer nicht umsonst. Ja. Schritte. Aha. Ach, genieße auch den Sinn auf. Tada! Keine Musik. So, hier ist die, oder war bisher, ich weiß nicht, ob es noch so ist, war die Hütte des Kniftenbesitzers. Einmal eine Granate. Nicht. So, und die Kiste immer zuletzt aufmachen. Denn da ist die Knifte drin und da löst dann etwas aus. Ihr werdet es jetzt bemerken. Das war auch nicht laut. Und zack, Schluss. Und da kommen jetzt die Freaks da hinten. So, das ist noch so die... die sparsame Variante dessen, was dann bei der Tankstelle passiert später. Aber ich will euch ja noch nicht die Spannung nehmen. So, die Kugeln immer für solche extra Würste hier sparen. Und immer schön aufs Köpfchen. Aufs Köpfchen zielen. Und die brennen sogar. Sieht schöner aus als bei 7 Days. Gevatter. Ach du Heimer, da kommen ja immer noch welche. Hätte ich mal lieber ein paar... Ach, hier. Pass mal auf. So. Werde ich den Leuten mal hier ein Fässchen vor die Füße werfen. Ja, ja. Immer mit der Ruhe. Und Level! Hey, hey, hey! Huch! Irgendwie erinnern die mich an Michael Jackson, ich kann nicht sagen.
Ich kann es mir nicht erklären, aber irgendwas. Zack. So, das Level heben wir uns mal auf. Weil, wenn man hier auf Leben geht und ein Level zunimmt, dann heilt man gleichzeitig. Und da warte ich jetzt mal ein bisschen ab, bis ich ein bisschen beschädigt bin. So, immer schön die Kisten. Weil das Zeug, man braucht es, meine Damen und Herren. Aber ich glaube, bis jetzt gucken nur Herren meinen Kanal, oder? Belehrt mich eines Besseren. Jojo. Ah, hier ist wieder so ein schneller. Habt ihr das auch mal gesehen? Na, hier ist es aber neblig. Habt ihr wieder geraucht, heimlich? Hier im Klo ist nix. Das Rifle-Munition, aber da habe ich bis jetzt noch das Gewehr noch nicht gefunden. So, haben wir das. Und hier war nix. Mal ein Schlückchen trinken. Können wir gleich noch Gammelwasser mitnehmen. Jo. Ja, trinken ist genug. Fressen haben wir gar nicht so viel. Hier, zack. Gammelwasser. Oh, das ist aber überhaupt nicht übertrieben hell. So was. Weiter geht es im lustigen Loot-Wahn. Zompiercer. 7 Days to Die in schön. So, mal gucken, ob wir jetzt hier was finden. Autoteilbase ist. Nee. Auch nix. Da drin ist noch so ein Typ. Batsch. Lappen. Na, ich finde, das mit der Aussage haben sie ein bisschen besser gemacht. Es hält etwas länger. Immer noch nix. Wie sieht's mit dem Gewicht aus? Da geht noch was. Habe ich die Kisten da schon gemacht? Ach, Mensch. Ja, habe ich. Nee, hier nicht. Na? Na? Zack. Sehr spartanisch eingerichtet. Ein Bohnen wird direkt verzehrt. Aus dem Zombie in den Mund. So, und hier rate ich immer dazu, das zu stacken und dann wieder hinzutun. Das nimmt, alles was hier drin ist, nimmt keinen Platz ein im Inventar, also Gewicht. So, jetzt gehen wir mal hier durch die Häuschen. Springen gibt es übrigens nicht. Aber man kann hier so weghuschen. Habe ich noch nie wirklich benutzt. Aber im Nahkampf kann es schon nützlich sein. So, das haben wir alles. Da oben ist sowas Dickes. So, moin. Tür zu. Ah, wird das jemand, der durch Türen und Wände laufen kann?
So, Küche ist weg, durch. Ah, ein Kabinett. Ja, die Painkiller sind sehr gut. Die heilen über Zeit. Und das heilt, weiß ich gar nicht, 100, aber auch über Zeit oder so. Und die Bandagen heilen direkt 10. Schrotzenmund. So. Haufenweise Pupleisten, Bleiboost-Munition. Übers Bett geht's nicht. Ja. Oh. Gekonnt. Ach, da hinten ist noch jemand. Ich habe mich gewundert. Eine kurze Nachladung mit der, was auch immer das ist. Tokarev, Takarov oder was auch immer. Ich sitze hier in meinem Reifen in der Ecke, wo ich immerhin mach. Schrotze, Bandage und nicht. So, jetzt kann ich mal die Heilung vollziehen, und zwar indem ich mir einen Lebenspunkt gebe. Bam, zack, hochgeschraubt. Ein Klo, einmal Fisch und Granate. Oh, die stacken jetzt, das finde ich gut. Vorher waren die alle einzeln. Wir trinken ein Schlückchen und essen ein bisschen Dosenfisch. Ja, also es entwickelt sich. Ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Waren da, ach, da waren auch noch Kisten, oder? Da war ich ja. Und der Tag, ich habe das Gefühl, der Tag wurde etwas verlängert. Stand da hinterm Weihnachtsbaum. Typ. Nix. So, Wicht. Ich glaube, das Häuschen können wir noch machen. Zu ist die Tür. Ah ja, Munition geht's aufwärts. Und man heilt nicht beim Schlafen. Das ist auch noch so eine Änderung im Gegensatz. Zu anderen Spielen. Wie zum Beispiel. Hör das mit dem Treppenhaus. Skyl. Geil. So, wir gehen erstmal zurück und laden aus. Leute, Leute, Leute. Naja, kommt mir hinterher zum Zug. Die Reichweite finde ich immer noch ein bisschen übertrieben. Von Zombies. So, da sind wir. Und wir entmüllen uns. Holz, Eisen. Ah ja, Wasser. Ja, Plasse müssen wir mal hier hin tun. Und hier tue ich Munition rein. Schweinefraß und Heilung. Zack, zack, zack. Energietrink haben wir genug. Kann man einmal benutzen. Und der Rest kommt da rüber.
Gammelwasser zum Kochen. Und jetzt will ich mal gucken. Der Gasherd hier, Elektroofen, da brauche ich ja solche Teile. Vielleicht finden wir die ja noch. Achso, das Geld kommt ja von der Sparkasse. Zack. Ujo. Ihr macht euer Zeug, ich mach meins. So, wollen wir mal einen Dickwanst hier vorne weg machen? Huch. Ohrläppchen gepierst. Leer geschossen. Jawohl. Und die sind eigentlich auf Entfernung, sind die kein Problem, aber im Haus ist es nicht schön, mit denen zu arbeiten. Zack. Komm, okay, Benzin. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das Benzin erstens schwer ist, wie Sau. Und nicht dafür ist, ich tue das da oben rein, weil es 5 Kilo wiegt. Ist nicht dafür da, um den Zug zu betanken. Da kommen nur 5 Einheiten oder so Benzin raus. Ich glaube, das ist dann später, wenn das vielleicht dann reinkommt ins Spiel, oder es ist ja schon vielleicht drin, zu handeln. Das ist meine fachmännische Expertise. Dieses Wort habe ich gerade aufgeschnappt im Fernsehen. Ich habe es gerade erfahren. Oh, die kann man jetzt looten. Das ging vorher nicht, was auf Autos drauf war. Konnte man vorher nicht looten. Batsch. So. Oder man kann die auch als mobile Granaten benutzen. Die. Nee, kann man nicht. Oder ging bisher nicht. Habe ich schon mal versucht, die Kanister. Dass man die hinschmeißt und dann. Achso. Ein paar Leute wach machen, ja. Na, der lebt noch. Hast du die Nachbarn wach geworden? Ja, also der Tag ist wirklich länger. Weil sonst war es, da konntest du hier 3 Häuser looten, da war es schon wieder Nacht. Feuer! Also, gefällt mir schon sehr gut. Die neuen Verbesserungen hier, die Neuerungen. Das hier ist die Tankstelle, Kaufhalle, Konsum, HO oder was auch immer. So, Gewicht sieht noch gut aus. Ach ja, ach, das war das, was ich hier kloppen gehört habe in der Nacht. So, die Müllsäcke kann man nicht looten. Da hat sich hier einer rausgeboxt. Rocky Johnny. Eine kurze Heilung. Und eine kleine Fressorgie. Ich ernähre mich nur von Bohnen und Chips. Also nur Kohlenhydrate. Das ist das Geheimnis meiner Schlankheit. Seht ihr? Kaufhalle. Alles, was das Herz begehrt. Na? Kleine Shoppingtour. Bezahlt wird per App. So.
Sehr gut, sehr gut, sehr schön. Hier vorne kann man nicht raus, oder? Nee, öffnen steht zwar da, aber es passiert nichts. Gut, schön. Gewicht, alles noch gut. Kann man da sogar noch was trinken? Und dann, was wiegt die Taschenlampe? Halbes Kilo. Kann ich nochmal Gammelwasser holen? Für Kartoffelchen. Und ich brauche unbedingt die Autoteile. Autoteile. So, die Runde machen wir aber noch fertig hier. Und da gucken wir mal, was wir basteln können. Nix. Komisch. Normalerweise findet man die schon, sagen wir mal, in jedem dritten Auto Teile. Normalerweise. Das, habe ich das? Aha, hier gibt's nichts. Und hier sowieso ist es auch nicht. Fehlschlag. Eins, zwei. So. Da vorne steht schon, ist schon wieder so ein Flinker. Hier gibt's auch nichts. Auch nichts. Schade. Ich hätte mir gerne einen Elektroherd gebaut. Um Kartoffelchen. Was ist das? Ich bin hier hängen geblieben. Oh. Oh. Der Knüppel ist bald. Kaputt. Über mir wird gekloppt. Ich komme. Wir regeln das hier. Das ist ja cool. Die Hände abmacht, könnten sie eigentlich nichts mehr haben. Wir gehen ins Klo. Ein bisschen Munition. Aha, Heilung, das ist gut. Das packen wir gleich hier rein. Das hat nämlich viel Gewicht, die Heilungsdinger. Und noch ein bisschen was aus der Dose. Hört ihr gerne vorbei? So, meines Wissens war das bis jetzt hier in diesem Bereich. Da hinten bin ich noch nicht weitergegangen, aber ich glaube, da passiert nichts mehr. So ist der letzte Stand von der letzten Version. Ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren, wenn ihr das wisst. So, jetzt können wir mal Energy saufen. Und da kommt komischerweise ein Fahrgeräusch, wenn ich Energy trinke. Und ich gehe nochmal Gammelwasser holen. Denn haben ist haben. Ja, und ihr seht, es blinkt da oben hier, wo die. Sag doch. Wo die Ausdauer ist. Und das heißt, Drink tut seine Wirkung. Es geht schneller. Regenerierowasser. Also, ja, das ist wirklich besser. Der Tag ist länger. Sonst habe ich 3 Tage gebraucht, um die ganze Kacke hier zu looten. So, bisschen Wasser. So, das ist erstmal gut so.
Und dann müssen wir restliche Plätze aufheben für. Ich glaube, das ist auch der einzige Ort hier, wo man Wasser holen kann. Woanders habe ich bis jetzt noch nichts, irgendwas gefunden. Und aus dem Klo geht's nicht. Ach. Gleich mal einen neuen Knüppel bauen. Kuckuck. Ich heb mir die Level dann auf, die ich jetzt schon hab, oder das Level, der Level, wenn ich heile. So, das war das hier. Jetzt können wir uns leider noch kein Gasherd bauen. Taylor's Table. Da hat er aber wieder was rausgenommen. Ah, nee. Okay, wir müssen eine Nähmaschine finden. So ein Quatsch. Hier ist das anscheinend, kann man die Metal Workbench machen. Da brauchen wir Metal dafür. Okay, haben wir noch so viel? Ich glaube nicht. Doch. Dann lade ich erstmal den Schweinefraß aus. Und Wasser. Heilung, Heilung. Munition. Jetzt wird es wieder dunkel. Granate. Ah, hier Sprit tue ich auch mal rein. Da rein. Taschenlampe da. Oh, mal gucken. Eisen. Und weiß nicht, ob ich noch mehr Holz brauche. Ne, da bin ich überladen, wenn ich das einstecke. Eine Metallwerkbank, bitte. Bin ich mal gespannt, was man da Schönes basteln kann. Und ich glaube, für die Metalldinger brauchen wir eine Simple Tool for Assembling Metal Furniture. Also Metallmöbel. Sehr gut. Zurück in die Abteilung Möbel. Nee, andersrum. Rotate. Warum geht das nicht? Ich stehe zu nah. Hinten, hinten, ran. Können wir zwar nicht mehr rausgucken. Ein Hämmerchen, bitte. Ach so, nee, ich habe ja gesagt, die Wrench. Das ist Karies, das muss raus. Zack. Wir können uns eine Taschenlampe. Ah, wir können uns einen. Also das Ding brauchen wir zum Metall einschmelzen. Und wir können uns eine Nähmaschine bauen. Okay, also ist der nächste, weil wir Eisen brauchen, der nächste Schritt, das zu bauen. Brauchen wir auch wieder elektrische Teile. Okay. Nee. Hier. Die Wrench. Und das. Ah ne. Doch. Taschenlampe dahin. Und wir bauen uns mal noch einen neuen Knüppel. Das ging hier drüben. Schade, dass man das nicht reparieren kann. Oder ich habe es noch nicht rausgefunden. Wir bauen uns einen normalen. Und aus dem normalen bauen wir einen mit Schräubchen. Der kommt jetzt hier rein, obwohl der ja noch geht, aber wir haben es doch. Raus, raus, raus. Alles schön. Wir machen Licht an. Es ist abends. Wir haben es 5:30. Liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, der Zug nach nirgendwo hält im nächsten Bahnhof des Wahnsinns an. Und ich glaube, der nächste Bahnhof des Wahnsinns ist dann der, wo wir tanken können. Und das wird auch nötig. Liebe Leute, bis zur nächsten Folge, euer Onkel Klo. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Habt einen schönen Tag. Bleibt gesund. Ciao! Zompierza heißt das Spiel. Wow.